Lieber Herr Wellner, lieber Herr Schulte, liebe Stammredaktion, liebe Helferinnen und Helfer für Dedinghausen aktuell und liebe Bewohnerinnen und Bewohner von Dedinghausen, die Sie ja gleichzeitig auch die Leser sind. In einer Zeit, in der viele Tageszeitungen sich darüber beklagen, dass ihre Leserzahlen zurückgehen, ist es ja ein tolles Zeichen, dass Sie mit Dedinghausen aktuell, die zeitgleich Deutschland älteste Stadtteilzeitung ist, ein Medium haben, was von jung bis alt im ganzen Dorf gelesen wird. Und wie Sie sehen, auch bei mir im Büro, ich freue mich, wenn ich Sie auf den Schreibtisch bekomme und sehe, was in Dedinghausen passiert ist und was in den nächsten Wochen in Dedinghausen passieren wird. Wir leben in Zeiten von Verschwörungstheorien, von Fake News und umso wichtiger ist es, dass wir mit gutem, ehrlichen Journalismus aufzeigen, wie die Fakten wirklich sind, um entsprechend zu informieren. Das schaffen Sie jeden Monat pünktlich und aktuell mit Dedinghausen aktuell. Und Sie schaffen es auch, dass viele im Dorf mithelfen. Und sei es, dass Sie am letzten Freitag im Monat sich an der Bahn treffen und gemeinsam die Zeitung heften. Ich wünsche Ihnen für die nächsten 50 Jahre weiterhin viel Erfolg, dass Sie weiterhin eine Stadtteilzeitung bleiben, die von allen mitgetragen wird und dass ich Sie pünktlich bei mir auf dem Schreibtisch habe. Herzlichen Glückwunsch.